Diesen Einsatz in Island konnt ihr übrigens auf der Gamescom sogar schon selbst spielen. Und bereits diese Mission zeigt die Marschrichtung von Tempest Rising. Es spielt sich wie ein etwas schnelleres Command & Conquer. Mit einem Minitrupp Sturmgewehr-Infanterie geht's los. Nach ersten Scharmützeln setzt ein weiterer Flieger Scouts ab, die lediglich eine Pistole in der Hand halten. Doch ihre stärkste Waffe schwebt über ihnen. Eine Drohne, die weit das Gelände aufklärt und Miniraketen verfeuert. Viele Einheiten sollen aktive und passive Fähigkeiten bekommen. Und jetzt eine Quizfrage. Wer hat in Echtzeitstrategiespielen und Shootern die kürzeste Lebenserwartung? Infanteristen? Panzer? Flugzeuge? Alles falsch. Es sind rote Fässer. Denn wann immer so ein Benzinfass bei Gegnern herumsteht, feuert jeder Spieler gleich darauf. Weil es Munition spart, leicht zu treffen ist und nicht zurückschießt. Und weil es so unglaublich befriedigend ist, wie die Explosion uns die ganze Arbeit abnimmt. Netterweise sind solche Fässer oft adrett in Reih und Glied drapiert, auch dort, wo es total unnötig ist. Aber Tempest Rising ist auch keine militärtaktische Simulation, sondern soll vor allem unterhalten und Spaß machen. Der erste Kampagneneinsatz sollte anfangs nur der Aufklärung dienen, doch es kommen immer weitere Missionsziele dazu, primäre und optionale. Einen Dynasty-Vorposten zerstören, 4 Flugabwehrstellungen knacken, Silos vernichten. Falls euch die brennende Kaserne hier mit ihrem Turm in Handform bekannt vorkommt, auch die ist eine Reminiszenz und zwar an die Hand von Nod, die in C&C ebenfalls als Kaserne diente. Sobald die erste Luftabwehrraketenstellung geknackt ist, fliegt Verstärkung ein. Darunter ein leichter Jagdpanzer, der sich gut gegen Feindfahrzeuge und Gebäude einsetzen lässt. Denn Tempest Rising setzt wie so viele Spiele in diesem Genre auf ein Stein-Schere-Papier-Prinzip. Dabei sind auch die Sunnies eine echte Hilfe. Sie tragen einen dicken Schutzschild vor sich her und errichten auf Wunsch einen mannshohen Healing Tower, der grünes Heilspray versprüht. Als wir zum bedrohlich blitzenden Tempestfeld und zur Ernteanlage vorstoßen, die wir schon im Video-Intro beobachtet haben, haut das Teil mitsamt seiner kleinen Sammelfahrzeuge einfach ab. Solche Ereignisse werden auch mal per eingeblendeten Videokanal illustriert. Bei der Verfolgung stoßen unsere Kämpfer auf Verbündete, die gerade vom Himmel geschossen wurden und unter Feuer stehen. Sollen wir jetzt nach Süden abbiegen und helfen oder weiter gen Westen den Tempest-Sammlern hinterherjagen? Diese Entscheidung nehmen uns die Entwickler in der Präsentation ab und greifen den befreundeten Einheiten natürlich unter die Arme. Als Belohnung gibt's ein paar rausgepaukte Infanteristen und wir knacken eine weitere Nebenziel-Raketenstellung. Aber Vorsicht, die SAM-Batterie feuert auch auf die Drohnen unserer Scouts. Jetzt stellen wir endlich den entkommenen Ernterkonvoi und während wir die mobile Anlage und die Sammler unter Beschuss nehmen, trifft unser eigenes Baufahrzeug ein. Wie damals entfaltet sich das Vehikel und wird zum Bauhof. Weiter geht's wie 1995 bei Command & Conquer. Ein Kraftwerk und eine Raffinerie bauen, als Standardausstattung ist der Ernter gleich dabei, allerdings dicker und gemächlicher als seine Dynasty-Gegenparts von eben. Während er das benachbarte Tempestfeld abgrast und so unsere geplante Armee finanziert, errichtet unser Bauhof weitere Klassiker. Kaserne, Silo, Fahrzeugfabrik. Den einzigen Zugang, diese Betonbrücke, sichern wir mit einem Gatling-Gun-Turm und den legendären Sandsäcken. Legendär deswegen, weil wir sie damals in C&C exploitmäßig kilometerlang über die Maps gezogen haben. Denn man konnte nur in der Nähe vorhandener Gebäude neue Bauten errichten und weil die Sandsäcke als Gebäude zählten, haben wir so auch weit entfernt von unserer Hauptbasis Bauwerke hingestellt. Wir bezweifeln aber, dass dieser Trick auch in Tempest Rising funktioniert. Alle Gebäude lassen sich auch verkaufen und da wir gerade eh knapp bei Kasse sind, wird aus den 2 vertickten Sandsäcken eine Art Tor. Zeit für unseren Gegenangriff. Wahrscheinlich ist es euch auch schon aufgefallen, die Truppen sind uns im Verband momentan noch zu unkoordiniert und stehen sich an Engstellen gerne gegenseitig im Weg rum. Schnelle Einheiten wie Jeeps und ausgerechnet die Sanitäter stürmen übermütig vor und werden prompt weggeschossen, das seht ihr gleich noch. Ja, das Spiel ist noch in einer frühen Version und die KI-Routinen müssen besser werden, aber bis zum geplanten Release ist ja noch genug Zeit für KI-Feintuning. In der Eröffnungsmission ziehen wir derweil unsere Angreifer zusammen und fordern einen Luftschlag auf das Tor an. Gleich kommt der Flieger und wirft eine Präzisionsbombe. So lange heilen wir unsere Soldaten noch und rücken dann geschlossen vor.
Unser Lieblingsdetail ist übrigens dieser blubbernde Geysir, der plötzlich eine Wasserfontäne hochschießt. Einfach so am Rand des Gefechts, fast hätten wir ihn übersehen. Aber auch in den Kämpfen gibt's viele Details zu sehen. Hier fliegt einem Dynasty-Panzer gleich der Turm weg. Eigentlich haben wir schon gewonnen, müssen dann noch die letzten Gebäude zerlegen. Leider waren wohl keine roten Fässer mehr übrig, darum dauert das mit unseren leichten Einheiten arg lang. Später im Spiel gibt's natürlich schwerere Einheiten, die gegen Gebäude geeigneter sind. Zum Beispiel Artillerie und schwere Panzer mit Doppelgeschütz, wie damals die Mammutpanzer. Im Ankündigungstrailer sind bereits einige der stärkeren Einheiten in Aktion zu sehen, außerdem gibt's ja Hubschrauber, Flugzeuge und sogar Marineeinheiten. Dank Raytracing und Unreal Engine 4 sieht Tempest Rising richtig gut aus, besonders die Feuereffekte mit Funkenregen, Raketenschweifen und besagten explodierenden Benzinfässern machen ordentlich was her. Unser erstes Fazit? Tempest Rising ist der dreisteste CNC-Klon seit vielen Jahren und genau deshalb freuen wir uns drauf. Denn die Serie ist schon so lange tot und andere Nachahmer haben in der Zwischenzeit oft krampfhaft versucht, ihr Vorbild zu leugnen. Aber wirklich besser wurden sie dadurch nicht. Da ist uns die freche, aber selbstbewusste Herangehensweise der Tempest Rising-Macher echt lieber. Vor allem die Videosequenzen zwischen den Einsätzen verströmen viel C&C-Atmosphäre. Klar, wir haben erst eine Mission und ein wenig drumherum gesehen, aber dieser erste Eindruck lässt uns auf ein gescheites, klassisches RTS hoffen, auf das wir seit Ewigkeiten warten.